Killer mit Ulti erstmal ganz genüsslich weglaufen. Who's that Pokémon? It's no way for you! Normale Frage, welcher weibliche Champion sieht am geilsten aus? Oh Gott. Was ist das für eine Überlegung? Also sind Pixel, die an Schönheitsidealen orientiert sind und die in der Freiheit der Kunst und 3D-Modellierung enhanced sind. Die meisten League-Charaktere sind von Haus aus schön gemacht, offensichtlich, weil du damit mehr Skins verkaufst. Das heißt, wann ist der letzte hässliche Champion rausgekommen? Denk mal drüber nach, wie wenige hässliche Monster wir haben. Wenn wir ein Monster kriegen, dann kriegen wir sowas wie Belveth, die einfach eine Frau ist, die sich in einen Mantarochen verwandeln kann. Können wir unseren Schmolder abholen, ja? Ja, Schmolder, let's go. Schmolder ist ein extrem süßer Champion halt. Die sind alle süß oder schön. Klett. Oh, Klett ist hässlich, ja. So, und jetzt kurz zum kurzen 1v9-Angle vom Schmolder her. Ich glaube auch, dass, also Körpertypen, dass es da sehr viele unterschiedliche Interessen gibt. Aber ich glaube, so bei Gesichtern zum Beispiel, da gibt es, glaube ich, ein relativ klares Schönheitsideal. Bei gewissen oberflächlichen Konturen zumindest. Ich habe gestern so einen Hybrid-Smolder gesehen. Ja, ich will eigentlich auch Hybrid-Smolder gehen, aber wenn ich 07 gehe, dann bin ich nicht so Hybrid. Also, voller Fokus jetzt auf den Hybrid-Smolder, meine Damen und Herren. Let's go. Sieht schon gut aus bisher. Ja, aber das ist auch, also da ist jetzt, Sylas ist noch relativ schwach und Smolder ist halt unglaublich stark in den ersten Leveln. Weil das W ist super overtuned vom Damage-Share und Kontrolle. I'm out. GG. Hey, what happened? Und Noe, wisst ihr, beziehungsweise denkt, dass Smolders Ult gut für Sylas ist? Ich glaube, die Ult ist okay, weil sie relativ viel Schaden macht. Aber es ist keine von den ganz guten. Nee, die ist okay. Ja. Dieses Spiel haben wir echt nicht so gute Stacks. Das ist wesentlich, wesentlich schwerer hier gerade. Wir haben die Goobies, die haben den Drake. Wir sind anfangen massiv reinzustecken hier. Oh nein, das ist gut. Wer hat TP wieder? Ich bin halt auch. Ich weiß nicht, ob ich überleben könnte, wenn der für mich geht, ehrlicherweise. Ich, ne? Hast du gesehen. Stark, Leute. Stark, stark, stark. Genau, was wir wollten mit unserem Schmolder. Er hat der TP, wie gesagt. Also, der wird euch auf den Minion Port. Ist okay. Wir können hier mit WLAS und dann resetten gehen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wenn ich TP, musst du da sein, Bro. Okay, ist noch nicht genug Juts. Der Chip wirkt so unbrauchbar. Ja, das Early ist teilweise schon sehr, 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 sehr weak. Aber es wird besser. Wird besser. Oh! Das war fucking beautiful, let's go. Ist das Kanye auf Trainer? Ist okay, die wollte nur helfen, Leute. Kill auf Support ist fucking nice, Support scalen gut, sehr gut sogar. Aber wieso gehst du da auf Abstand, Mann? Deine Autodex so wenig Damage? Ne, weil die Morgana 6 geworden ist, praktisch. Und wenn die Morgana ultet, glaube ich, sterbe ich und ich krieg den Aphelios nicht an. Aber ich kann es probieren. Es ist sehr knapp. Vielleicht war es auch my bad, ja. Vielleicht war es my bad. Ich dachte nicht, dass es reicht, aber es kann sein. Das Game läuft aber schon wesentlich besser als das davor, muss ich sagen. Ja, muss ich immer nur warm spielen hier so ein bisschen auf den Gems. Killer mit Ulti erstmal ganz genüsslich weglaufen.
Nein, Mann. Dann bald Shajin und bald unser Upgrade. Dieses Mal sind wir wesentlich besser auf der Kurve. Es gibt mehr CDR. Kannst du die Ult nicht um 180 Grad gedreht ansetzen? Dann hättet sie instant um 180 Grad gedreht. Auf dem Ziel, das da steht. Nee, oder? Ich glaube, der war zu weit weg. Vielleicht, wenn ich näher hinlaufe. Daran habe ich noch nie gedacht. Wenn du ganz nah an dem dran stehst, ja, das stimmt. Unten einen Tür dafür und Mitte vielleicht einen. Actually drei Türs. Ja, das ist sehr wert. Aber ich meine, das ist trotzdem Work offensichtlich, aber. Moldo. Mordrakill. Moldo. Hast du Damage plötzlich? Ja, der. Moldo ist sehr. Also ab einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Threshold an Stacks wirst du sehr nasty. Und du kannst tatsächlich, du musst nicht so viel Damage bauen. Du kannst, also es gibt auch so Full-Tank-Smolders. Also nicht Full, aber sehr Tanky-Smolders gibt es auch. Ich meine, ich habe jetzt 3000 Leben, ne? Wir könnten, also wir sind halt Tanky und machen sehr viel Schaden. Dann schon mal schnell wieder los und gucken, was geht. Starker Arrow. Ich glaube, ohne den Arrow, also ich meine, ich muss halt um den rumkiten so ein bisschen. Was denkt ihr für Frozen Heart Last Item eigentlich in dem Game? Oder Randuins? Weil, also wenn die mich killen, dann killen sie mich mit Physical Damage. Und ich glaube, ich brauche nicht mehr Damage. Klar, ich könnte jetzt Rapid Fire oder Rabadons gehen. Das wären, glaube ich, die zwei guten Optionen. Aber ich glaube, ich muss nicht, oder? Ich habe Angst, dass der Udi hinter mir ist. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, er war hinter mir. Spiel. Die Gegner glauben nicht, dass ich Tank bin, so wie ich da reinklatsche. Und jetzt zum späten Zeitpunkt, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass du Damage-Items verkaufst und dann Tank-Items baust später, weil dein Schaden eh über deine Stacks kommt. Also du musst dann gar nicht mehr für Schaden gehen. So, wen honoren wir denn hier? Wahrscheinlich K6? Keine Ahnung. Der ist so sauer. Welches Level bist du? Bist du Level 50? Bist du Level 40? Wait, ist das der Richtige? Der ist Level 400. Ich dachte, das ist wenigstens ein Smurf. Ach, Bahama-Resident. Weiß ich auch nicht. Da muss man sich aber auch mal ein bisschen in den Griff kriegen hier. Auch mal sauer sein, ganz genau. Nein, wir sind mit Smolder fertig. Das war die letzte Hoffnung. Oh nein. Skana. Skana, sie, wir, sie und sind. Oh mein Gott.
Die nächsten 7 Champions sind aus der Hölle. Die nächsten 7 Champions sind alle aus der Hölle. Ganor, Sivir, Zion, Sin, Shyvana, Shen, Shaco, Zed. Das sind 8 Champions aus der Hölle. 8 Stück. I'm talking way too loud, and if you don't like the sound, you could just tune it out. Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, 'cause it's gonna be whichever one.